Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Feed the Beast Unstable 1.8.9 in unserer Entdeckungsreise in der neuen Modded-Generation. Ich habe beschlossen, ich will als allererstes diese dumme, langweilige Eisenrüstung, die ich hier anhabe, loswerden und durch eine andere ersetzen. Wir spielen hier Modded Minecraft. Wer läuft da gerne in Vanilla-Rüstungen rum? Das ist doch furchtbar langweilig. Nee. Da will was dran gemacht werden. Wir haben unseren ziemlich vollen Dämonic Will hier irgendwo rumschwirren und mit Hilfe von dem können wir uns einen bestimmten Reagent machen, den wir benötigen, um uns diese Rüstungen von Blood Magic hier herzustellen. Den Living Helmet, die Living Chestplate, die Living Leggings und die Living Boots. Jetzt ist nur die Frage, wo habe ich diesen dummen Tartaric Gem hingepackt? Den muss ich mal eben noch suchen gehen. Und wenn ich ihn wieder habe, dann können wir uns dieses Ding herstellen. Derp, das Ding war die ganze Zeit in meinem Inventar. Ich habe es noch nicht gesehen. Das packen wir jetzt hier rein. Und dann sollten wir hier in der Mitte diesen Reagent bekommen. Wie heißt das Ding? Binding Reagent. Genau. Davon brauchen wir 4 Stück. Eins für jedes Rüstungsteil. Das leuchtet ja ein. Derweil können wir uns schon mal eine komplett neue Rüstung herstellen. Die packen wir mal beiseite, zum Beispiel. Ah, der Platz wird irgendwie so knapp, ne? Zum Beispiel von mir aus hier rein, was soll's. Und dann brauchen wir einen ganzen Haufen Eisen. Schauen wir mal, ob wir noch genug haben. Locker. 24 braucht man für eine ganze Rüstung. Das sind so diese Sachen, die man irgendwann einfach weiß, wenn man Minecraft lang genug spielt. Und dann machen wir uns eine Chestplate, Leggings, Stiefel und Helm. So, derweil ist dieses Zeug hier fertig, das ist ja wunderbar. Und dann schaue ich noch einmal ins Rezept, ob das alles ist, was wir brauchen. Wir brauchen nur den Binding Reagent und das ist ein Alchemy Array. Alles klar. Das heißt, wir brauchen dieses Aschehäufchen. Das ist Psydust, das ist etwas anderes. Ich glaube, das habe ich hier drin. Tatsächlich war diese Asche in einer Kiste bei meinem Blutaltar hinten. Jetzt sollten wir hier aber anfangen können. Wir klicken damit auf den Boden. Dann packen wir Binding Reagent rein. Ich nehme mal sicherheitshalber nur einen in die Hotbar. Hui, fancy. Und dann klicken wir hier unsere einzelnen Rüstungsteile rein. Wo ist das gerade hin verschwunden? Das habe ich natürlich angezogen, weil das nun mal passiert, wenn man das Shift links klickt. So, das packen wir hier in die Mitte. Da wird es wahrscheinlich Blitze geben. Bingo. Die Feuer sollte ich natürlich ausmachen, damit die entsprechenden Gegenstände nicht direkt verbrennen. Oh! Wups! da habe ich wohl nicht gut genug aufgepasst. Aber wir haben den Helm. Yes! ich gehe mal kurz schlafen und dann knacken wir unser Grab. Peinlich. So, dann schauen wir mal, ob das gut geht. Na, wir haben tatsächlich keinen Geist rausbekommen an der Stelle. Glück gehabt. Ich bringe mich mal eben in Ordnung und dann machen wir das nächste Ritual für den nächsten Rüstungsgegenstand. So, ich habe meine alte Rüstung wieder rausgekramt, damit ich nicht ganz so leicht sterbe. Ich brauche mich nicht zu wundern, wenn ich draufgehe, wenn mich ein Blitz trifft und ich habe keine Rüstung an. Es ist nicht so schlau. Aber wir lassen uns davon nicht aufhalten. Munter weiter. Diesmal sollte ich mich da reinstürzen können. Oh, ich muss versehentlich den Kreis zerstört haben und dann gab es das Zeug wieder zurück. Ups, ja, das ist natürlich nicht so schlau. Offenbar muss ich da noch etwas besser aufpassen. Macht aber nichts, wir wiederholen die Chose einfach. Packen wir mal die Iron Chestplate ein. Ja, Living Chestplate. Geschafft. Sehr schön. Was ich hier Feuer löschen muss, unglaublich. Ich werde noch zum Feuerwehrmann. Jetzt brauchen wir wieder unsere Arcane Ash und wiederholen das Ganze nochmal.
Binding Agent oder Reagent. Und diesmal die Leggings. Habe ich vorher noch was zu essen da? Das wäre vielleicht keine schlechte Idee. Besser. Jo, hat geklappt. Hier haben wir auch die Bound Leggings oder Living Leggings. Fehlen nur noch die Boots. Alles klar. Das Ganze nochmal. Wir kennen das Prozedere. Einmal das auf den Boden. Binding Reagent rein. Und wo sind sie? Hier sind sie. Oh, ich habe ganz schön Leben verloren gerade. Ich hätte besser noch ein bisschen warten und regenerieren sollen. Okay, noch einen Treffer hätte ich nicht. Oh, was tue ich denn? Oh, ich bekomme keinen Feuerschaden. Das muss daran liegen, dass ich dieses Ding hier, diesen Lava-Charm von Random Things im Nether gefunden habe. Okay, den hatte ich noch nicht ausprobiert. Jetzt weiß ich, was er bewirkt. Das war ja gerade sowas von unverdient. Oh Mann. Okay, wir haben eine komplette Living-Rüstung. Oder Living Armor. Und sehen jetzt ziemlich fancy aus. Okay, auch ein bisschen komisch irgendwie. Aber, yeah, neue Rüstung. Coole Sache. Man kann dieses Ding mit einer bestimmten Mechanik noch vorübergehend zu einer anderen Rüstung umwandeln. Das würde ich auch gerne ausprobieren. Dafür brauchen wir diesen Sentient Armor Gem. Den kann ich wohl herstellen. Aber ich bräuchte eine Diamond Chestplate dafür. Ich weiß nicht, ob ich dafür genug Diamanten habe. Wollen wir doch mal nachsehen. Ach, locker. Wunderbar. Also, naja, nicht ganz so locker. Aber es ist drin. Dann machen wir uns dieses Ding nämlich gleich auch noch. Das verspricht nämlich auch ziemlich interessant zu sein. Wir brauchen noch einen Eisenblock. Den bekomme ich gerade so noch zusammen. Okay, ich muss mal wieder auf eine kleine Mining-Tour gehen. Ich sehe schon. Aber Eisen findet man zum Glück relativ einfach. Und dann, was waren die übrigen Elemente, die noch gefehlt haben? Ich brauche noch Obsidian und einen Lesser Tartaric Gem. Den muss ich auch erst wieder herstellen, glaube ich. Oh je, meine. Naja, lasst mich das mal kurz vorbereiten. Ich denke, ich habe alles, was ich brauche. So ein Lesser Tartaric Gem hatte ich glücklicherweise noch rumliegen. Ich musste also keinen neuen herstellen. Ich hoffe, das genügt, um den Prozess abzuschließen. Jawohl, denn ich habe ja einen ziemlich vollen Tartaric Gem. Und das funktioniert jetzt so, wenn ich das richtig verstehe. Wenn ich dieses Ding in der Hand halte und rechts klicke, genau, dann wandelt sich meine Rüstung in diese Sentient Armor hier um. Coole Sache, oder? Die sieht auch viel besser aus, mir gefällt die besser. Was genau da der Unterschied ist zwischen den beiden, da muss ich noch ein wenig recherchieren. Und ich muss außerdem noch rausfinden, wie es ist, ob das Blatt aus dem Blutnetzwerk verbraucht, wenn ich dieses Ding anlege. Die Antwort scheint zu sein, nö, tut es nicht. Praktisch. Diese interessante Mechanik hinter unserer neuen Rüstung hat gerade angeschlagen. Es hat im Chat angezeigt, Upgrade acquired. Wir können uns hier jetzt ansehen, ich habe hier auf der Chestplate Quick Feet schon Level 2 und Healthy Level 1. Healthy, den Effekt davon sehen wir links unten. Ich habe jetzt zwei zusätzliche Herzen und Quick Feet heißt einfach, dass ich jetzt ein wenig schneller laufen kann. Diese Upgrades zeigt es, soweit ich weiß, nur auf dieser Chestplate an. Die werden aber über die ganze Rüstung eben erworben. Und ja, Healthy zum Beispiel bekommt man, glaube ich, dadurch, dass man Schaden bekommt und wieder heilt. Wir können sogar unsere Effizienz am Blutaltar erhöhen durch dieses Zeug. Und die erhöht sich ja schon allein dadurch, dass wir mehr Health haben sowieso. Und Quick Feet, ja, da werde ich mich auf keinen Fall drüber beschweren. Je mehr wir durch die Gegend rennen, desto höher wird sich dieser Wert auch erhöhen.
desto mehr werden wir Upgrades in diesem Bereich bekommen. Das ist einer der Gründe, warum ich diese Rüstung haben wollte. Das ist einfach ein unglaublich praktischer Mechanismus, finde ich. So, jetzt wollte ich ja heute auch noch welche von den Sigils herstellen. Das ist auch der Grund, warum ich immer munter am Blutaltar bin und da Blut reinlasse, obwohl ich meinen Blood Orb mittlerweile rausgenommen habe. Wir können mal eingeben Sigil und schauen, welche ich da eigentlich bekommen kann, welche wir da bekommen können. Beziehungsweise wir bleiben einfach hier, denn hier zeigt es die ohnehin an. Wir haben ein Water Sigil zum Beispiel. Das kann uns Wasserblöcke erzeugen aus Blut, aus unserem Blutnetzwerk. Lava Sigil kann wahrscheinlich Lava erzeugen. Ein Void Sigil weiß ich nicht, was es tut. Möglicherweise kann man damit Dinge löschen. Also so als Mülleimer benutzen das Ding. Green Growth haben wir schon, das lässt Pflanzen schneller wachsen. Ah, das wäre praktisch. Sigil of the Blood Lamp. Das kann Lämpchen erzeugen, also so kleine Lichter, die man auch in der Ferne hinwerfen kann, aus größerer Distanz, und die wie Fackeln funktionieren. Oder sogar wie Glowstone von der Lichtstärke her. Ich weiß es nicht genau. Elemental Affinity. Falling Fire Fishes. Ich weiß nicht, was das Ding macht. Magnetism. Das wäre cool. Wir haben nämlich noch keinen Item-Magneten. Suppression, ich gucke gerade. Haste macht uns schneller, Fast Miner lässt uns schneller Blöcke abbauen. Seer Sigil, es gibt noch irgendeins, mit dem können wir, zumindest gab es das bisher immer, mit dem konnte man verschiedene Siegel zu einem zusammenfassen. Es wäre eigentlich cool, das wieder zu haben. Putting Enderman in dire situations. Oh, was für ein Insider. Phantom Bridge. Ah, das ist auch ziemlich fancy. Damit kann man zwar nicht fliegen, aber über Luft laufen, wenn man von dem Block runterläuft. Das ist auch ziemlich cool. Fast Miner, Haste, Suppression. Ich habe das Gefühl, es zeigt hier an der Stelle nicht alle an. Geben wir mal einfach stattdessen Sigil ein. Ah ja, dann haben wir hier zum Beispiel noch Teleposition und Transposition. Ah ja, die wollte ich auch haben. Interessant ist, dass die anders texturiert sind. Ich frage mich, warum. Ist jetzt hier das dabei, in das wir verschiedene Siegel hineinlegen können? Es scheint nicht so. Das sind immer noch die gleichen wie vorher. Naja, nichtsdestotrotz, machen wir uns mal ein paar besonders praktische hiervon. Wir brauchen Demonic Slate zum Beispiel hierfür. Hierfür auch. Oh jemine. Gibt es welche, die da billiger sind? Ein Air Sigil haben wir ja schon gemacht. Das Water Sigil bekommen wir mit einer Blank Slate. Da brauchen wir also weniger Blut dafür. Und die haben wir auch schon massig vorrätig. Da brauchen wir nur zwei Wassereimer und ein wenig Sugar. Das ist absolut zu machen. Wollen wir doch mal sehen. Habe ich noch Eimer zur Hand? Ich habe Lava-Buckets mitgebracht neulich. Ah ja, und hier ist auch Wasser. Hier sind auch leere Eimer, meine ich. Die machen wir mal eben mit Wasser voll. Ich sag's euch, Fences in diesem Spiel. Sowas von unnütz. Ja, und der ist auch rausgekommen. Zäune kann man sich wirklich sparen. Das ist absolut faszinierend. Ich glaube, ich muss hier mal eine richtige Mauer hinmachen. Das ist ja vollkommen nutzlos. So, ich sollte Sugarcane rumliegen haben, sollte mir also Zucker erzeugen können. Yep, bingo. Und dann sollten wir hier drin, das Rezept war glaube ich so, diesen nötigen Reagent hierfür erzeugen. Das sollte auch mit diesem Tartaric Gem gehen. Diese Leiste hier ist ja verbuggt, deswegen sieht man nicht wirklich, ob es funktioniert, bis es fertig ist. Das ist unpraktisch. Und jetzt sollten wir damit und mit einer normalen Blank Slate aus dem Blutaltar dieses Water Sigil erzeugen können. Und ich meine, wenn ich damit dann, wenn das dafür sorgt, dass ich nie wieder Wassereimer durch die Gegend schleppen und auffüllen muss, dann ist das eigentlich eine ziemlich praktische Sache, auch wenn es nicht nach viel klingt. Und wenn ich schon mal hier bin, kann ich auch gleich wieder ein wenig Blut in den Blutaltar füllen. Jawohl. Blank Slate hier massig. Und eine Reinforced Slate haben wir da auch noch. Die nehme ich mal auch noch mit. Vielleicht können wir die für eines der Siegel gebrauchen.
So, und hier kann ich genauso bleiben. Da spricht nichts dagegen. Einmal das. Schritt 2 ist natürlich wieder den Reagent da reinzupacken. Und jetzt eine Blank Slate. Upgrade acquired. Was habe ich denn jetzt für ein Upgrade bekommen? Ich habe doch gerade gar nicht viel gemacht. Vielleicht ist es... Nein, Health war es nicht. Wir haben ein Water Sigil. Sehr schön. Ich sollte es jetzt an mich gebunden haben mit dem Rechtsklick. Ah. Das ist wirklich schick. Und damit kann ich dann einfach Wasserblöcke setzen. Ja, das finde ich definitiv cool. Nicht besonders spektakulär, aber verdammt praktisch. Was für ein Upgrade haben wir bekommen? Solar Powered, Level 1. Das sorgt wahrscheinlich dafür, dass ich mehr regeneriere, wenn ich im Licht bin, oder? Irgend sowas habe ich da gehört. Das ist durchaus praktisch, denn meistens bin ich tagsüber unterwegs und wenn ich dann schneller regeneriere, wenn ich am Blutaltar bin, na, immer nur her damit. Das kann ich gut gebrauchen. Mittlerweile bin ich schon wieder ein wenig hochgeheilt oder komplett hochgeheilt. Das heißt, wir können das Ding gleich nochmal auffüllen. Perfekt. Wir können uns diese Upgrades übrigens später mit Hilfe von Ritualen oder anderen Mechanismen auch von dieser Rüstung runterziehen und die dann, so wie wir sie haben wollen, auf eine neue Rüstung packen. Denn ihr seht, wir haben hier 100 maximal verfügbare Upgrade Points. Es ist also eingeschränkt, wie viele Upgrades wir auf eine Rüstung packen können. Ja, ich bin ziemlich sicher, dass meine Regeneration schneller funktioniert als vorher, wenn auch nicht um übermäßig viel. Aber es ist, glaube ich, allemal ein Zugewinn. Schauen wir, welches Siegel wir als nächstes machen wollen. Water Sigil haben wir. Was ist mit dem Lava Sigil? Das ist auch nicht schwer zu machen. Wir brauchen einen Lava-Eimer, Redstone, einen Kohleblock und Cobblestone. Das ist ja kinderleicht. Den machen wir. Okay, jetzt muss hier nur noch der Common Tartaric Gem rein und dann sollten wir hier unseren Reagent für das Herstellen des Lava-Sigils bekommen. Jawohl, Lava-Reagent. Der Name war irgendwie naheliegend, nicht wahr? Dann können wir wieder mal so ein Ritual durchführen, oder wie auch immer dieser Prozess wohl heißen mag. Rituale sind sehr streng genommen nicht, das war ja eigentlich immer etwas anderes. Hier muss dann ein Blank Slate rein. Der Kreis sieht jedes Mal anders aus. Ich finde das echt fancy, muss ich sagen. Das gefällt mir. Bei den einfachen Crafting-Prozessen mithilfe der Kreise ist es erfreulicherweise auch so, dass keine Blitze einschlagen. Und jetzt haben wir hier auch Lava. Blub. Praktisch. Das können wir jetzt einfach mit Essence aus unserem Blutnetzwerk erzeugen. Zäune sind immer noch vollkommen für den Arsch. Die! Ich muss mir echt mal was überlegen, wie ich das mit meinen Viechern hier machen soll. Oh, hier ist so ein Spectre gespawnt von Random Things, die manchmal aus toten Tieren raus spawnen. Seelen sozusagen. Die sind ein bisschen buggy in der installierten Version. Man haut ein paar Mal drauf und dann bekommen sie auf einmal einen riesigen Schadenswert und gehen drauf. Und droppen meistens nichts. Warum ist mein Schwert eigentlich gerade deaktiviert gewesen? Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt auf dem Weg zum Sigil of the Blood Lamp. Das sollten wir mit dieser Kombination von Items in der Hellfire Forge herstellen können. Beziehungsweise, damit stellen wir natürlich den Reagent her, den Blood Lamp Reagent, den wir brauchen, um das eigentliche Objekt dann herzustellen. Gehen wir mal nach draußen. Wir brauchen hier auch schon eine sehr viel höhere Slate, nämlich eine Imbued Slate. Das ist schon 2 höher als die Blank Slate. Das gefällt mir. Echt schön animiert das Ganze. Imbued Slate. Go! Und da bekommen wir jetzt wahrscheinlich schon Blitze, oder? Wenn das so eine hohe Slate ist, die wir reinpacken. Oder ist das am Ende gar nicht so bei diesen Prozessen hier? Gar nicht, nö. Sigil of the Blood Lamp. Jetzt auch mit einer interessanteren Animation dabei. Wir rechtsklicken einfach mit dem Ding. Und werfen damit eine Lichtquelle, die
Kaum zu sehen ist nur durch ihre roten Partikel und die man durch einen kleinen Schlag auf sie wieder löschen kann. Und das Tolle ist halt, es ist, als würde man Fackeln setzen, aber eben auch auf eine sehr große Distanz. Und das kann gerade beim Erforschen von Dungeons oder Höhlen sehr, sehr praktisch sein. Man kann halt schon weit im Voraus ausleuchten, dann die Mobs killen, die da sind, und es spawnt nichts mehr nach. Das ist ziemlich, ziemlich handy. Wie ist es eigentlich mit meinem Blutnetzwerk? 35.000? Ach, locker genug. Das reicht noch eine Weile. Weil ich gerade so viel am Altar hinten crafte, habe ich mir gedacht, sollte ich dafür sorgen, dass ich Speedrunes einbaue, die den Altar beschleunigen in seinem Crafting. Dafür brauche ich wiederum eine Menge Stone und dessen Produktion in dem Furnace wurde mir zu langsam. Deswegen habe ich jetzt hier für unseren Furnus-Furnace zwei Speed-Upgrades gebastelt, die das Ding dann hoffentlich ein ganzes Stück schneller sausen lassen. Dafür verbraucht er allerdings auch etwas mehr Brennstoff. Ja, okay. Es ist ein Fortschritt, würde ich sagen. Oh, warum nicht? Der Kollege hier ist da deutlich langsamer. Gut, cool. Bin ich einverstanden mit. Dann legen wir mal los und machen uns ein paar... oh Gott, mein Inventar ist schon wieder so voll. Ich wollte sagen, legen wir los und machen wir uns ein paar Runen. Und zwar brauchen wir erst sowieso immer diese hier. Damit fängt es immer an. Jetzt muss ich aufpassen. Ich glaube, ich wollte nur 4 davon machen. Denn ich brauche noch Kapazitäten, um die zur Speedrune umzubauen. Dafür brauche ich jetzt ein wenig Sugar. Das sollte machbar sein. Erstmal werde ich hiervon was los und hiervon was und den hier auch. Dann nehmen wir uns hier... Ja, gut, nehmen wir uns einfach mal ein paar mehr, auch gut. Und dann sollten wir jetzt in der Lage sein, so eine Speedrune herzustellen. Es gibt auch eine Acceleration Rune, das ist dann eine verbesserte Speedrune, aber die ist noch weit weg. Da brauchen wir mindestens Tier 5. Okay, dann sollten wir diese Dinger mal eben einbauen. Ja, kann man lassen. Wir machen uns mal zu Fuß auf den Weg. Ich nehme euch da mal mit, um euch zu zeigen, wie schnell wir mittlerweile laufen. Wir haben nämlich durch dieses Ding hier, durch Quick Feed Level 3, mittlerweile schon eine erhebliche Beschleunigung unseres Spielers hingekriegt. Wir laufen hier relativ fix. Das gefällt mir. Ich habe zwischenzeitlich ein wenig mit dem Sigil of the Blood Lamp ausgeleuchtet, damit wir es hier nachts auch ein wenig heller haben. Und gerade habe ich automatisch Reinforced Slates herstellen lassen. Das erschien mir einfach sinnvoll. Ich kann ja derweil gleich mal den Altar wieder ein wenig auffüllen. Einfach mal kurz hierher marschiert. So. Jawohl. Und dann tauschen wir mal hier die Ecken an zwei Seiten durch solche Speedrunes aus. Damit dieses Ding künftig hoffentlich ein wenig schneller läuft. Wir haben 3 Runes im Inventar, das heißt, irgendwo ist eine auf der Strecke geblieben. Das möchte ich nicht. Ich hätte die gern wieder alle. Jawohl. Sehr gut. Jetzt sollte der Altar schon ein ganzes Stück schneller craften. Ich kann an der Stelle auch wieder einiges an den Blank Slates brauchen, also sollten wir vielleicht diese Teile wieder umwandeln. Das mit dem Inventarmanagement hier, mit diesen Bugs, geht mir mittlerweile ganz schön auf den Senkel, muss ich zugeben. Ich sollte mal sehen, ob ich das nicht selber irgendwie updaten kann. Das wäre wirklich praktisch. Da muss ich mal einen Blick drauf werfen. So. Ja, passt. Schmeißen wir da einfach mal den Rest noch rein. Gut. Die Teile sollten jetzt schneller produziert werden. Moment. Ich muss dieses Ding hier auch wieder umstellen. Denn wir wollen hier natürlich jetzt die Blank Slate drin haben. Und die muss ich auch wieder hochbringen auf einen Betrag, der hoch genug ist. Damit die auch alle da drin landen. Und das Ding ist schon wieder alle. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Na gut.
Das war dann fürs Erste auch mal wieder genug Blood Magic. Ich würde gern noch die ein oder andere Sache machen. Oh Gott, das Zeug ist total zugemüllt hier. Ich würde gerne das Quarry anderswo wieder aufsetzen. Oh mein Gott. Beim Quarry habe ich dieses Mal keine Lust mehr, dass das einfach nur die Blöcke durch Erde ersetzt. Ich will, dass es die Blöcke tatsächlich komplett entsorgt und verschwinden lässt, denn dann sehe ich, wie weit das Ding ist. Und außerdem habe ich einfach keine Lust, dass es dann außenrum die Botanik durch Erde ersetzt und jeden Busch. Das macht die Sache einfach auch nicht hübscher. Ja, man sieht schon, wo ich das Ding hingesetzt habe. Drüber gibt es immer diesen Anzeigebug, diesen seltsamen. So, ich habe also aus der Shapecard Quarry, oh, Upgrade, Quick Feed Level 4. Ich habe jetzt aus der normalen Quarry eine Shapecard Clearing Quarry gemacht. Irgendwo hier ist eine Witch. Da. Witch, Bitch, stirb. So. So viel zu der. Aua. Upgrade acquired. Healthy Level 3. Ich habe noch mehr Herzen. Yay. Deswegen überlebe ich den Scheiß hoffentlich auch. Ich habe noch 12 Sekunden Poison. Ja, das sollte gehen. Ein Zombie höre ich auch noch. Der sollte mich jetzt nach Möglichkeit nicht kriegen. Naja, okay. Wir haben jetzt auf jeden Fall diese Shapecard Quarry drin. Und wir können uns anzeigen lassen, in welchem Bereich das Quarry arbeiten wird. Nämlich hier in diesem Viereck hier drin. Und bis ganz nach unten. Ich habe sogar nach unten bis auf 100 aufgedreht. Dann werfen wir das Ding mal an. Und gucken, was passiert. Hier ist ein Karnickel gestorben. Warum auch immer. Irgendwas sollte jetzt eigentlich passieren. Current level the builder is at. Der arbeitet von unten nach oben, deswegen kriegen wir wohl nichts von seiner Arbeit mit. Schauen wir mal an den Rändern irgendwo. Was? Warped Zombie. Toter Zombie wohl eher. Sticks brauchen wir nicht, da nehme ich lieber diesen Treasure mit. Das Quarry wird natürlich sehr schnell sehr langsam werden, weil dann bald dieser kleine Energiebuffer verbraucht ist. Und dann geht es eben wegen dieses einfachen Coal Generators wieder recht langsam. Aber das soll mir recht sein, solange es nur automatisiert läuft. Ich wüsste nur gerne, an welcher Stelle das Ding... Ah, hier. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Bis ganz nach unten durch hat es gearbeitet. So muss das sein. Und wahrscheinlich ist hier eine Chunk-Grenze und deswegen hat er das hier, diesen kleinen Streifen bisher gemacht. Und vielleicht sollte ich hier nicht rumstehen. Fällt mir gerade so auf, das könnte ja ungesund werden. Die Anzeige können wir wieder wegmachen. Wunderbar. Und dann können wir das Teil einfach arbeiten lassen. Und er voidet natürlich nach wie vor keinen Cobblestone aus irgendeinem Grund. Weil Bug... Ja... Den schmeißen wir da jetzt einfach mal komplett raus. Der soll hier durch die spawnen. Ich sollte, glaube ich, mal ein paar Drawer herstellen, die zumindest den Cobblestone einfangen, nachdem man ja nicht von alleine löscht. Ja, ich glaube, da sollte ich mir mal was überlegen. Okay, ich würde sagen, es ist wohl etwas... Man muss hier immer etwas improvisieren, weil eben so ja, frühe Stadien der Mods drin sind und manche einfach fehlen, an die man gewohnt ist. Aber ich habe es jetzt so eingerichtet. Das Zeug kommt nach wie vor erstmal in die Gold Chest, wird aber dann in einen Drawer-Controller gepumpt und von da aus in dieses ganze Zeug hier. Und hier haben wir eben zwei 2x2er Drawer, in denen jeweils ein Void-Upgrade drin ist, sodass das gelöscht wird, was nicht reinpasst. Gucken wir mal an, wie das Ganze dann aussieht. Hier landet erstmal gar nichts drin. Das schätze ich mal, ist ein gutes Zeichen. Ah ja, jetzt hat. Alles klar. Und ich vermute einfach mal, dass dieses Ding hier etwas langsam ist. Und deshalb die Geschwindigkeit, mit der das Zeug rausgezogen wird, hier mittelmäßig. Aber es nimmt von allen Stacks gleichzeitig raus. Seht ihr das? Das ist auch interessant. Was gerade passiert ist, ist wohl... Ja, genau. Ich dachte es mir schon. Das hat sich schlagartig aufgefüllt, weil
solange das Ding Strom hatte, weil das dann eben total schnell ging. Jetzt, wo es keinen Strom mehr hat, dauert es entsprechend sehr lange und dann kommt diese Node auch locker hinterher. Nicht alles, was hier drin ist, wird automatisch richtig eingeordnet, wie man sieht, aber diese Node hat momentan wahrscheinlich auch nur Cobblestone drin. Aha, das gibt es jetzt mit Animationen, wo Anschlüsse sind anscheinend. Aber das ist ja auch noch in Entwicklung. X-Ray Utilities 2 ist hier erstens schon in der veralteten Version drauf. Und zweitens, schauen wir mal, Neotech. Und zweitens noch lange nicht fertig, Hydraulikkraft. Okay, dann brauchen wir, schauen wir mal, ob die Ore Dictionary sind. Ja, sind sie. Okay, das heißt, die landen dann beide hier drin. Gut. Für Granite haben wir einen Platz, für dieses Zeug hier dagegen noch nicht. Das packen wir zum Beispiel hier rein. Alles klar, dann sollte da künftig auch mehr davon richtig zugeordnet werden. Ich überlege gerade. Es gibt ja von RF Tools diesen Machine Infuser. Mit dem kann man Maschinen mit Dimensional Shards infusen. Dann werden die effizienter. Sowas wäre vielleicht für unseren Cold Generator hier ganz gut. Der hat Infused 0%, das heißt, das geht bei dem. Und wenn man den infused, wird er wahrscheinlich mehr Strom produzieren und dadurch den Builder besser versorgen können. Andererseits könnten wir auch den Builder-Block infusen und dann würde er weniger Strom brauchen. Das fände ich fast noch besser. Vielleicht sollten wir mal schauen, ob wir diesen Infuser vielleicht bauen können. Das wäre ziemlich cool. Ich werde mal kurz zurück zur Base laufen und dann schauen wir mal. Verdammt. Ich trottel. Vielleicht sollte ich überall Schilder hinstellen, auf denen steht Vorsicht Lücke. Dummerweise ist dieser Spalt halt noch schmal genug, dass man ihn übersehen kann. Ja. Jetzt darf ich mir wieder ein Schwert nehmen, weil der ja dieses dumme Vieh daraus spawnen kann, nicht wahr? Na. So, dann versuchen wir unser Glück mal. Yay! Kein böser Doppelgänger. Die Zutaten haben tatsächlich gereicht, beziehungsweise die Vorräte. Ich habe einen Machine Infuser. Oh yeah. Und ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Macht nichts. Dieser Machine Infuser braucht an sich auch schon wieder Strom. Das ist ein kleines Problem, aber akzeptabel. Den stellen wir dann einfach beim Quarry neben den Generator. Tatsächlich sollte das Quarry direkt um sich herum nichts abbauen. Das ist das Tolle an diesem RF Tools Quarry. Wir sollten also sicher sein, wenn wir das da hinstellen. Und ansonsten landet es da halt im Inventar. Was soll's? Diese Teile brauchen wir. Die Goldnuggets dagegen können weg. Und dann wollen wir doch mal schauen, ob wir das nicht in Gang kriegen. Aber erst mache ich noch ein Nickerchen. So, ich habe das Setup jetzt so aufgebaut, damit sich der Machine Infuser nicht den Strom mit dem Builder teilen muss, habe ich den Generator nach da links gepackt. Und jetzt nehmen wir dieses Ding hier raus, sicherheitshalber. Oh Gott, ich habe viel zu viel Schutt im Inventar, aber da brauchen wir sowieso noch einen Platz. Hier, das passt. Jetzt mache ich den Builder klein. Leg den hier rein. Und Dimensional Shards daneben. Die sollten jetzt da reinwandern und dieses Ding wird infused. Wir bräuchten wahrscheinlich um die 200 Stück oder so bräuchten wir, um dieses Ding vollends zu infusen. Aber auch nicht 100%, also weniger als 100% Infusion, sollten das Ding etwas effizienter machen. Und das ist, was ich mir davon erhoffe. Denn wenn das Ding ein bisschen weniger Strom verbrauchen würde, dann wäre das ziemlich fein. So, packen wir wieder hier hin. Den Generator daneben. Der hat noch etwas Energie. Und das Quarry kriegt... Oh, das steht beides falsch. Wups. Das Quarry muss natürlich wieder unter die Kiste. Lever an die Seite. Machen wir mal an, damit das Ding deaktiviert ist erstmal. So, und dann können wir das Ding wieder hier hinpacken.
und das anmachen. Ich habe übrigens mal aufgepasst, der Generator, wenn das Ding antreibt und wenn das läuft, das, was da drin landet, wird direkt abtransportiert. Da staut sich dann nichts an. Das ist ganz cool. Jetzt muss natürlich hier noch dieser Kollege rein, damit das überhaupt laufen kann. Ja, passt. Sollte wieder gehen. Hier waren noch die alten Daten drin. Und nachdem der ja einfach Lücken lässt, kann der auch nicht so einen Quatsch machen, wie die Erde nochmal durchgehen und dann rausscharren. Das ist nämlich ziemlich sinnlos. Das Zeug kann ich tatsächlich brauchen. Ein paar Blöcke braucht man immer bei Hand. Gut, soweit, so gut. Die Sache läuft, wenn auch langsam. Sinnvoll wäre jetzt, wenn ich noch ein wenig mehr Kohle besorge, aber das ist machbar. Ich würde sagen, ich mache mich dann mal ganz vorsichtig in einem großen Haken auf den Heimweg. Oh, weia. Derpy, derpy, derp. Ja, das hier muss ich mal alles zerlegen. Ich brauche eine Fortune Pickaxe. Und am besten eine aus Diamant. Vielleicht sollte ich mal wieder ein bisschen enchanten. Ich bräuchte halt nur ein paar Level dafür. Habe ich ja momentan keine. Bin ja gestorben. In Voraussicht, dass ich ja hier wahrscheinlich auch mal Energie brauchen werde, habe ich gerade einen anderen Kohle-Generator, nämlich den Furnace-Generator von Neotech gebaut. Den packe ich jetzt hier hin. Er verbindet sich, das heißt, das sollte funktionieren. Sehr schön. Und auch hier können wir immerhin 20 RF pro Tick erzeugen, indem wir Kohle reinschmeißen. 20, das ist, glaube ich, ziemlich wenig. Wie war das bei dem von RF Tools? Der hat 60 RF pro Tick. Das heißt, dieses Ding hier ist ziemlicher Rotz. Aber ich habe den aus einem bestimmten Grund gemacht. Man braucht nämlich von denen auch zwei, um einen Fluid Generator von Neotech herzustellen. Und dieses Ding wäre langfristig eine Perspektive auf eine ordentliche, ausreichende Produktion von Energie. Denn wir können ja über Blood Magic nicht nur mit dem Lava-Siegel, Lava generieren, sondern auch mit einem Ritual. Und die können wir dann abpumpen und zu Strom machen mit diesem Fluid Generator. Und das wäre ziemlich cool eigentlich. Und dann haben wir ja auch noch von Deep Resonance diesen Resonating Crystal, aber das ist ein bisschen schwieriger und stellt mehr Energie her, als wir derzeit aufbrauchen könnten, also ist das vielleicht eher was für etwas später. Ich habe noch eine kleine Idee, wie ich dafür sorgen kann, dass die Kohle, die dieser Bilder abbaut, auch direkt in den Generator reingeschmissen wird. Ich glaube, ich weiß, wie ich das bewerkstelligen kann. Ich brauche allerdings noch eine Sache dazu, die ich gerade fast vergessen hätte, nämlich ein paar dieser Teile hier. Schauen wir mal, ob wir das nicht hinkriegen. Jetzt muss ich wieder aufpassen. Ich habe gemerkt, wenn ich hier einen Abstecher über das Kohlevorkommen mache, dann komme ich ganz gut neben diesem Spalt vorbei. Genau, hier. Ja, man lernt aus Erfahrung. Alles klar, hier die Kohle kommt raus und die kommt stattdessen hier in einen einzelnen Drawer. Den sperren wir ab, damit da auch immer nur Kohle reinkommt. Dahinterhin kommt eine Transfer Node. Und von der weg führen jetzt Transfer Ducts. Und der Drawer leert sich aus und das Zeug landet hier drin. Perfekt. So wollte ich das. Aber weil das Ding hier gesperrt ist, kommt Kohle weiterhin auch da rein. Und wann auch immer dieser Bilder Kohle zutage fördert, wird sie im Generator landen und das Ding dadurch ein Stück weit autark laufen lassen. Natürlich gehe ich davon aus, dass er nicht genug Kohle findet, um sich selbst dauerhaft zu versorgen. Aber das bedeutet immerhin, dass ich weniger oft herkommen muss, um dieses Ding zu warten. Das ist doch auch schon mal was. Haben wir für Lead Ore eigentlich schon einen Platz? Egal, das finde ich rechtzeitig raus. Erz wird dieses Ding hier garantiert nicht verstopfen. Wichtig war, dass ich dafür sorge, dass das so Sachen wie Cobblestone oder Andesite nicht tun. Und das sollte jetzt gewährleistet sein. Okay, dieses Ding ist ein ziemlich hässlicher Apparat, aber er funktioniert. Yay! So, meine Lieben, das muss dann auch für heute wieder reichen. Die Zeit ist rum, die Folge ist vorbei und ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir haben einiges an Fortschritt gemacht, wir haben jetzt viel mehr Sigils aus Blood Magic und wir haben hier auch im technischen Bereich ein wenig mehr gemacht.
Vielleicht bleiben wir da auch in der nächsten Folge dabei und machen da noch ein wenig mehr. Das wäre vielleicht keine schlechte Idee. Wollen wir mal sehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und hoffe, ihr seid dann das nächste Mal wieder am Start. Macht's bis dahin gut und bye bye.